Vielleicht hast du im Moment den Eindruck, dass sehr viel Belastung in deinem Leben ist. Sehr viel Druck. Du empfindest, dass Dinge sich nicht verändern. Du stehst dagegen und es ändert sich nichts. Anscheinend. Du hast den Eindruck, dass du wie durch eine Wüste gehst. Du siehst Gott nicht, du hörst Gott nicht und selbst das Beten fällt dir richtig schwer. Wenn du dich so fühlst, als ob du gerade durch eine Wüste gehst, durch eine Wüstenzeit gehst, unterwegs bist, im Trocknen, unter Druck, dann möchte ich dir eine kleine Story erzählen. Da ist ein Beduinenjunge in der Wüste unterwegs und er langweilt sich. Er findet Steine, die er mit dem Fuß wegkickt, er nimmt Steine auf, schmeißt sie wahllos durch die Gegend, bis sein Blick an einem Kaktus hängen bleibt. Das ist ein lohnendes Ziel für ihn. Er nimmt Steine und versucht sie immer wieder zielgerichtet auf diesen Kaktus zu werfen. Manchmal trifft er, manchmal bleiben die Steine kurz daneben liegen. Aber irgendwann wird ihm auch dieses Spiel langweilig und er will weitergehen, als er neben dem Kaktus einen sehr großen Stein findet. Und wie er so im Moment drauf ist, denkt er, den Stein nehme ich und den lege ich auch noch auf diesen kleinen Kaktus drauf. Er tut das und geht. Jahre später kommt er an diesen Ort zurück und ihm fällt sogar dieses Spiel damals ein. Und er wundert sich, dass an der Stelle, wo dieser kleine Kaktus sein Steinwurfziel war, ein großer Kaktus gewachsen ist. Dieser Kaktus hatte diesen Druck durch den dicken Stein nicht abgeschüttelt. Er konnte das nicht abschütteln. Aber er hat unter diesem Druck ganz neu eine Aktivität entwickelt, dass er seine Wurzeln tief, tief in die Erde gegründet hat. Dass er Kraft aus der Erde gezogen hat gegen diesen Druck und gewachsen ist unter diesen anscheinend negativen Umständen. Er hat einen dicken Stamm gebildet. Unter diesem Druck ist er nicht zurückgegangen, sondern der Druck hat dazu geführt, dass er sich stark entwickeln konnte. Das ist ein Beispiel, ein Bild für dich, wenn du dich in einer ähnlichen Situation findest, dass Druck in dein Leben gekommen ist. Und ich möchte dir dazu eine Bibelstelle sagen, die das auch in der Bibel aufgreift, dieses Bild von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Du kannst es lesen in Jeremia 17. Da steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Siehst du, Druck ist in unserem Leben manchmal dazu da, dass wir neu unsere Wurzeln tiefer in Gott gründen. Nimm ganz neu die Bibel, lies die Verheißungen, die da drin geschrieben sind. Lass das Wort Gottes in dein Leben sprechen und lass es zu einem Fundament werden, aus dem du Kraft ziehst, damit du dich, auch wenn Druck ist, gut und stabil und kraftvoll entwickeln kannst. Und sei gewiss, Gott hat mehr für dich.